Ja, und weiter geht's hier bei uns auf unserer Matrix Performance Area, wo wir ja Weltmeister, Europameister zu Gast haben, alles Partner von uns, von Matrix. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist, Sarah Voss. Herzlich willkommen, Europameisterin im Kunstturnen. Dankeschön. Sarah, beschreib das mal. Das war ja die erste Mannschaftsmedaille, ne, die ihr da geholt habt. Wann war das? 22, 23? 22. Genau. Das war ein Teamerfolg. Beschreib das mal. Ihr habt ja dann alle Wettkämpfe zusammen dann erlebt. Beschreib mal. Ja, das war ein echt unglaubliches Erlebnis. Wir sind als Vierter aus der Qualifikation ins Finale eingezogen, hatten dann mit den besten 8 Teams in ganz Europa unseren Wettkampf an dem Samstag, also dem vorletzten Tag. Die Halle war so gut wie ausverkauft. Also dadurch, dass wir überhaupt im Finale standen und so kurz vor einer Medaille stehen, ja, war die Halle bombenvoll. Ich war im Vorfeld verletzt, ich hatte einen Riss in der Wadenmuskulatur, bin trotzdem an den Start gegangen und im Endeffekt haben wir uns von Gerät zu Gerät steigern können. Wir hatten einen Fehler am Boden und hatten das letzte Gerät am Sprung und im Endeffekt war es tatsächlich auch mein letzter Sprung mit einer verletzten Wade, also der schwierigste Sprung, den wir in Deutschland haben, derjenige Sprung, der uns dann zur Medaille geführt hat im Endeffekt. Ja, überragend, also ich habe die Bilder noch in Erinnerung und sag mal, wie ihr euch da auch gefreut habt. Weil das war ja auch so ein Teamerfolg. Aber dein spezielles Gerät oder sein Lieblingsgerät ist der Balken. Liege ich da richtig? Oder ja? Wie kommt genau. Das? Ist das einfach von Kindheit an oder was ist das so? Warum ist es so? Ich glaube, der Schwebebalken bringt sehr, sehr viele coole Komponenten mit. Also es ist super elegant, aber auch sehr viel Nervenkitzel mit dabei. Das Gerät trainiere ich mit am liebsten, aber im Wettkampf ist es dann wirklich auch ein teilweise sehr ärgerliches Gerät. Es ist gerade mal 10 cm breit, 1,20 hoch. Also wenn man es vergleicht, ist es wie ein Handy-Display. So breit ist es ungefähr. Und da höchst Schwierigkeiten drauf zu turnen und zu zeigen, in 1,5 Minuten mit 10.000 Zuschauern und einem Spotlight sozusagen, ist wirklich immer sehr nervenaufreibend, aber umso cooler, wenn man es im Endeffekt auch so, wie man es sich vorstellt, eben auf die Matte bringt. Und das sieht immer unheimlich elegant und auch, sag ich mal, natürlich auch sehr kraftvoll aus. Das heißt auch, die Skills, die du brauchst, das ist ja unheimlich viel Körperspannung, Sprungkraft, abgesehen von den mentalen Skills, aber ich sag mal so, was das Körperliche angeht, ist da unheimlich viel Körperspannung und das Ganze notwendig, oder? Da ist unfassbar viel Arbeit hinter, also man vergleicht es wie mit einem Job, also ich bin wirklich 30 Stunden die Woche in der Turnhalle. Ich habe angefangen. 30 Stunden trainierst du in der Woche? Ich trainiere 30 Stunden die Woche an 6 Tagen, also am Sonntag ist frei, heute ist frei. Habe dann so 7 bis 10 Einheiten die Woche. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wo wir im Wettkampf stehen. Wir haben ein extra Training für Ballett und Ausdruck. Wir haben extra Training für Krafttraining, also speziell auch an den Geräten. Wir haben Techniktraining, wir haben Übungstraining. Es ist sehr variantenreich, wird auf jeden Fall nicht langweilig in den 30 Stunden. Und im Endeffekt, ich habe mit 4 Jahren schon angefangen. Ich bin schon seit 20 Jahren in dem Business drin und mit 15 meine ersten Weltmeisterschaften geturnt, mit 16 Ersatz bei meinen ersten Olympischen Spielen und jetzt fahre ich zu den zweiten Olympischen Spielen. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ja, da sprichst du gerade an, Olympische Spiele. Also du bist ja auch durch die beste Bodenübung in Antwerpen, hast du es geschafft, jetzt auch da in Paris dabei zu sein, richtig? Ja, genau. Also es war ein sehr komplizierter Qualifikationsprozess. Wir hatten das Ziel, dass wir uns mit dem Team qualifizieren. Da hätten wir uns unter den Top 12 Mannschaften weltweit platzieren müssen, sind aber leider 13. geworden. Also wirklich mit einem Zehntel dahinter, was bei uns wirklich ein kleiner Schritt bedeutet. Also sehr, sehr haarscharf an der Qualifikation vorbei. Nichtsdestotrotz werden dann diejenigen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Und als die rausgerechnet wurden, war ich am Boden, also an dem einen der 4 Geräten, die beste Turnerin, die noch nicht qualifiziert ist und habe darüber meinen persönlichen Startplatz für Olympia sichern können. Okay, so das heißt für dich die 2. Olympischen Spiele. Wie hast du Olympia jetzt erlebt? War das Rio oder Tokio? Tokio. Tokio. Tokio war ja unter Corona-Bedingungen. Ich meine, wir waren mit Matrix ja auch vor Ort, haben das Gym für euch da ausgerichtet. Aber Paris, wie gehst du jetzt, sag ich mal, in diese Spiele? So, du bist allein, nicht im Team. Wie ist das jetzt für dich?
Also es ist natürlich ein komisches Gefühl. Man hätte jetzt sehr viel lieber ein ganzes Team mit dabei. Ich habe aber das Glück, oder wir haben das Glück, dass wir dennoch den Best Case erwischt haben. Wir haben zwar nicht 5 Leute vor Ort, aber 3 individuelle Startplätze. Meiner ist schon belegt mit meinem Namen. Pauline Schäfer, Ex-Weltmeisterin im Schwebebalken, wird an den Start gehen. Und der dritte wird jetzt erst im Juni, Juli ausgeturnt. Also da bewerben sich jetzt gerade nochmal 6, 7, 8 Mädels auf den letzten Platz. Ja, Tokio war ich schon dabei. Es war für mich ein Riesenerlebnis natürlich, mit 10.000 Athleten in einem Dorf und Wettkämpfe bestreiten zu können auf wirklich dem allerhöchsten internationalen Wettkampf, den es gibt, der schon immer mein Traum war, seit ich klein bin, seit ich denken kann. Nichtsdestotrotz auch da natürlich mit gemischten Gefühlen angereist, Pandemie, die Familie war nicht vor Ort und auch sowieso selbst nicht so ready gewesen, wie es gerne gewesen wäre. Und 2023 nochmal qualifiziert und jetzt 2024 in Topform und habe richtig Bock anzureisen, habe richtig Bock, da auch meine beste Leistung zu zeigen und dann hoffentlich auch ins Finale einzuziehen. Ja, mega. Und wir unterstützen dich da sehr gerne, dass du einfach mit unserem Equipment da auch erfolgreich bist. Aber es gehören ja auch immer wieder Rückschläge dazu. Es ist natürlich auch immer wichtig, da ein gutes Mindset zu haben, sowohl was Rückschläge angeht, aber auch ganz konzentriert, wenn du dann da die Übung machst. Wie gehst du damit um oder machst du spezielles Training oder was hast du da so für Lösungen? Also ich glaube, im Prinzip der Leistungssport, aber auch im Job, im Alltag, dass man muss lernen, Stehaufmännchen zu sein, man muss lernen, mit Niederlagen umzugehen, aber Niederlagen nicht unbedingt als Niederlagen, sondern als Neuausrichtung vielleicht zu sehen. Bei mir persönlich habe ich gelernt, ich kann einen Plan A formulieren, aber im Endeffekt wird es Plan Z. Also es ist, funktioniert leider nie, wie man es sich von Anfang an vorstellt und da die Flexibilität auch irgendwie beizubehalten, nicht immer ins Negative zu gehen und nicht immer sich mit dem zu konfrontieren, was alles nicht funktioniert, sondern die Chancen, die sich daraus ergeben, die einzuschlagen und neue Wege zu finden, neue Lösungen, ist im Endeffekt der Schlüssel zum Ziel oder zum Sieg. Erwartungen auch anzupassen, für mich persönlich auch nicht immer leicht. Man hat natürlich das Ziel, ich möchte im Finale stehen, ich möchte die und die Platzierung machen, aber im Endeffekt gibt es auch Tagesformen, die diesem Ziel nicht entsprechen können. Da muss man Erwartungen auch anpassen können und auch damit zufrieden sein, dass die 100% heute anders aussehen. Und 100% jeden Tag zu geben und sie sehen halt eben anders aus, ist, glaube ich, auch der Schlüssel. Und im Endeffekt einen Plan verfolgen, Erwartungen anpassen und im Endeffekt auch immer Zwischenlösungen finden. Ja, mega wertvoll. Das sind ja auch Alltagstipps. Das ist ja so dieser Transfer vom Sport in den Alltag, wo man sagt, das kann man ja auch auf den Alltag übertragen. Und natürlich auch mit deiner Erfahrung bist du auch eine, die, sag ich mal, auch schon was weitergeben kann, weil ihr werdet ja auch jüngere Teammitgliederinnen haben, ne? Wo es ja auch wichtig ist, irgendwo mal deine Erfahrung auch mal weiterzugeben, ne? Ja, ich bin auch Teamkapitänin, ich bin auch Athletensprecherin für den Deutschen Turnerbund. Also wir haben wirklich sehr, sehr junge Athletinnen auch bei uns mit an Bord, jetzt im Seniorenbereich, so nennt es sich, ab Altersklasse 16 haben wir wirklich sehr junge Mädels dabei. Jetzt bei Olympia kann es sogar sein, dass eine 15-, 16-Jährige mit bei uns im Team in Anführungsstrichen dabei ist. Und da gilt es natürlich auch, die Mädels aufzufangen. Die sind noch sehr, sehr nervös. Die haben nicht so viel Wettkampferfahrung, wie wir Erwachsenen, größeren Mädels sammeln können. Und einfach die individuellen Stärken im Team zu erkennen und auch einzusetzen und zu wissen, wie der andere tickt, das sind, glaube ich, auch wirklich wichtige Komponenten, wenn man im Team auch erfolgreich sein möchte. Definitiv. Also das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Das Thema Balance ist natürlich auch wichtig. Du warst gerade eben bei uns in unserem Massagesessel. Wir haben ja hier bei uns auch mit Synka ein Massageprodukt. Wie wichtig ist für dich dieser Ausgleich? Weil es geht ja im Training nicht nur darum, immer wieder Vollpower zu geben, sondern auch zu sagen, wo finde ich so meine Erholungsphasen oder wie kann ich regenerieren? Das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Ganzen, oder? Ja, unfassbar wichtig, natürlich im Sport, aber auch im Alltag eine Balance zu finden. Für mich persönlich ist es nicht nur der Sport an sich, sondern auch die Recovery-Maßnahmen, sei es jetzt eben wie in einem Massagestuhl zu sitzen, aber auch Physiotherapie wahrzunehmen. Es fängt aber auch mit Mentaltraining an oder mit einem mentalen Ausgleich. Für mich war es auch immer super wichtig, dass ich neben dem Sport noch ein zweites Standbein habe. Das war für mich das Studium, aber auch irgendwie schon das Thema Netzwerken und vielleicht einen Schritt in Richtung Berufsleben zu finden, dass ich einfach in allen Bereichen das Gefühl habe, Ausgeglichenheit zu finden und wenn ich mich auf die eine Sache konzentriere, auch Pause von einer anderen Sache zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, wie man dann im Endeffekt in allen Bereichen auch seine 100% geben kann.
komplett. Und auch da unterstütze ich dich gern, weil wir auch unser Netzwerk im Spitzensport ist sehr groß und ich denke mal, man profitiert ja dann auch von anderen Sportarten. Man lernt, sag ich mal, wie die auch die Wettkämpfe oder Spiele angehen und ich denke mal, das ist ja auch so ein Geben und Nehmen, ne? Ja, unfassbar viel. Also ich meine, wir Sportler sind auch untereinander sehr gut vernetzt und da hat man eben Kontakte zu dem einen speziellen Sportarzt, zu demjenigen, der vielleicht die und die Geräte herstellt oder die und die Recovery-Maßnahmen anbietet. Also es ist immer auch super cool, wenn wir untereinander in Austausch kommen und natürlich dann auch mit den Unternehmen und dann eine Win-Win-Situation praktisch erschaffen. Genau, und die haben wir auch. Deswegen, ich freue mich unheimlich, dass wir dich und dass wir den Verbund Kölner Athleten ausstatten mit unseren Geräten. Und ja, in Paris werden wir auch vor Ort sein. Also von daher gehen wir den gemeinsamen Weg und drücken ganz fest die Daumen. Und viel Erfolg dir und dem Team in Paris. Ja, danke. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Okay.